Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Formel 1 Screenshots Video. Ja, zu dem zweiten innerhalb von 2 Tagen. Und ich habe 3 weitere Screenshots gefunden. Den ersten sehen wir hier. Das ist der Red Bull Aufspar mit wunderschönem Licht im Hintergrund von der Sonne. Dazu gibt es natürlich nicht so viel zu sagen. Ich habe aber gleich noch 2 weitere Screenshots, die ganz interessant sind. Zu den Screenshots, die habe ich auf der brasilianischen VGBR-Seite gefunden. Das ist alles so eine brasilianische Seite über Games und so. Habe ich aber auch schon bei anderen Leuten gesehen. Und ja, Klassikers, richtig nice. Die Frage ist, gibt es jetzt eigentlich klassische Strecken noch dazu? Ich fände nämlich ganz geil, wenn da Imola, Magny-Cours oder das alte Hockenheim dabei wären. Das würde mich richtig freuen, aber er meint ja bisher nur, dass es 4 alternative Streckenlayouts gibt. Na, lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Kommen wir nun zum zweiten Screenshot und da haben wir die aktuellen 2017er Autos. Wir sehen hier rechts Jolyn Palmer, links Romain Grosjean und daneben noch Lance Stroll und dahinter ein Toro Rosso und weitere folgende Autos. Und wir sind in Monaco. Ja, sieht eigentlich von den Lichtverhältnissen ganz in Ordnung aus. Aber was mir halt so fehlt, ist so richtige, sind so richtige Hotlaps von Co-Masters. Sie haben ja schon ein Video über Max Verstappen gebracht, wie er da Silverstone, die kurze Variante, die es ja dann in dem Spiel gibt, ist er ja gefahren. Und ich möchte aber einfach eine reine Hotlap, wo wir wirklich, wirklich ohne Commentary einfach diese Runde genießen können, das Gameplay an sich, und das fehlt mir bisher. Aber ein sich schöner Screenshot auf jeden Fall. Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist der Toro Rosso, weil der sieht einfach mega nice aus. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu dem Screenshot zu sagen. Also kommen wir schon zum dritten. Und der ist ganz interessant, denn was haben wir hier? Die Karriere. Und zwar, wer die E3 verfolgt hat mit dem Interview von Limeta von Square Enix, der wird das sicherlich mitbekommen haben, dass es jetzt in der Karriere einen reichen Typ gibt, der ein während der Karriere von euch dann euch halt Classic-Autos, also Classic-Cars anbietet. Ich frage mich, wie das dann abläuft, aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der Typ, weil der sieht sehr seriös aus. Ich denke, wenn ihr gute Ergebnisse erzielt, werdet ihr sicherlich ein Auge auf euch werfen. Und ja, man sieht im Hintergrund auch noch die Hospitality-Area. Die sieht auf jeden Fall noch schöner aus als in F1 2016, noch luxuriöser. Und noch detailreicher. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Einfach 3 interessante Screenshots, vor allen Dingen der letzte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!